Unglaublich aber wahr, es gibt Neuigkeiten zu Ryzen 8000. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Ja, ja, die Zeit vergeht, schon wieder sind 2 Tage um, schon wieder neigt sich die Woche dem Wochenende zu und schon wieder wissen wir in Corona-Zeiten nichts mit uns anzufangen, außer zu zocken und natürlich über neue Hardware nachzudenken. Und bezüglich neuer Hardware, die es noch nicht mal gibt, seid ihr bei mir natürlich auf jeden Fall an der richtigen Adresse, denn nur auf meinem Kanal gibt es mehrmals die Woche die neuesten News zu Gaming-Hardware. Okay, genug des Eigenlobs, was steht denn heute jetzt eigentlich so auf dem Programm? Und anfangen möchte ich mit einem für meinen Kanal ja ungewöhnlichen und hardwarelosen Thema, nämlich FIFA. Das Thema Ultimate Team, das brennt mir nämlich so unter den Fußballschuhen, dass ich darüber einfach regelmäßig berichten möchte. Denn Lootboxen und deren Derivate sind für mich die Pest der letzten Jahre im Gaming-Bereich. Und solange diese halt bezahlt werden müssen, ist das Ganze durch nicht zu rechtfertigen. Und Ultimate Team bei FIFA kennen wohl die meisten. Durch quasi pures Glücksspiel, halt vergleichbar mit so Panini-Sammelheften, baut man sich halt ein entsprechendes Team zusammen. Und die Chancen auf Spieler wie zum Beispiel Ronaldo oder Messi sind geringer als für Monty jemals die 1 Million Abonnenten zu knacken. Ja, man kann sich das natürlich auch mit zig Zehntausenden Spielstunden spielen, aber mal im Ernst, das schafft natürlich niemand. Also wird Geld ausgegeben und zwar nicht gerade wenig. Es ist so viel, dass die Einnahmen durch Ultimate Team bei EA größer sind als die eigentlichen Einnahmen durch den Spielverkauf. Es lohnt sich also. Also ist es doch schon fast klar, dass EA dazu aufruft, möglichst alle Spieler in den Ultimate Team Modus zu locken. Und das scheint nun tatsächlich genau so der Fall zu sein. Denn CBC ist an ein paar interne Dokumente von EA geraten, die genau das nämlich verraten. Berichtet hat dann Eurogamer darüber. Hier wird das lukrative Ultimate Team dann sogar als Eggpfeiler betitelt. Es wird nämlich alles dafür getan, was möglich ist, um Spieler dorthin zu treiben, Worte von EA übrigens selbst. Und man bedenke, dass wir hier natürlich von einem Vollpreistitel sprechen, der mindestens 60 Euro kostet. Trotzdem sollen die Spieler durch Teaser und Nachrichten von anderen Spielmodi zu Ultimate Team quasi schon gedrängt werden. Natürlich ist die Electronic Arts so ein Dokument höchst unangenehm und natürlich hat EA auch mit einer Stellungnahme darauf reagiert, dass man aber ganz besonders EA, einem der unbeliebtesten Unternehmen des Planeten, wenig Glauben schenkt, das ist durchaus klar. Angeblich würden Fakten falsch dargestellt werden, auch sonst liest man hier natürlich nur wieder pures PR-Gewäsch. Sowas wie, wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst, den Spielern eine sichere und unterhaltsame Erfahrung zu bieten. Ja, was soll uns das denn jetzt eigentlich sagen? Naja, überraschend ist das jetzt natürlich nicht. EA ist halt ein Aktienunternehmen und ganz besonders hier geht es nur darum, Aktionäre zufriedenzustellen, egal mit welchen Mitteln. Hier geht es nur um eins, um Geld und zwar so viel und so schnell wie möglich, sei es sogar mit etwas moralisch fragwürdigem wie Ultimate Team. Und ich bin ehrlich, ich hoffe inständig, dass unsere Regierung solche Modi bald verbieten wird, so wie es ja teils schon in Belgien und den Niederlanden der Fall ist, denn es ist und bleibt pures Glücksspiel. So, jetzt lass uns aber mal endlich über Hardware sprechen. Und jetzt geht es tatsächlich schon wieder um DDR5-Speicher. Und der scheint wirklich immer näher zu kommen. Denn plötzlich sprießen die News und Infos zu DDR5 schneller aus dem Boden als genveränderter Mais. Und nun geht DDR5 wohl so langsam auch in den USA an den Start. Denn auch Crucial hat nun erste DDR5-Module vorgestellt. Sowohl UDIMMs für Desktops als auch SODIMMs für Laptops werden auf diesen Bildern hier gezeigt und bieten 4800 MHz und eine CAS-Latenz von wohl standardmäßigen 40 ms. Es steht einem Release von DDR5 in den nächsten Monaten also offensichtlich wirklich nichts mehr im Wege. Fehlen jetzt halt nur noch die entsprechenden Plattformen von Intel und AMD. Und Intel wird mit Alder Lake wohl erstmalig auch DDR5 unterstützen. Wie es mit AMD aussieht, ist noch nicht so ganz klar. Aktuell deutet alles erst auf Zen 4 in 2022 hin. Apropos AMD, bei AMD läuft es weiterhin blendend, denn in den letzten Tagen haben die großen Unternehmen auf diesem Planeten ihre Quartalszahlen veröffentlicht, so natürlich auch AMD. Und damit steht der nächste Umsatzrekord an, knapp 3,5 Milliarden US-Dollar im normal eher gemächlichen laufenden ersten Quartal. Das ist mal eine Hausnummer. Zu verdanken hat AMD das natürlich Ryzen 5000, Radeon RX 6000 und den Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series, die ja komplett auf AMD-Hardware setzen. Der Umsatz hat sich damit nämlich um läppische 96% erhöht. Und AMDs CEO Lisa Su, aka Tante Su, erwartet auch im nächsten Quartal einen Rekordumsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar. Auch das wären fast 90% mehr als im Vorjahr. Da kann man mal sehen, dass es ja wohl doch so ist, dass AMD durchaus mehr Hardware liefert als vermutet. Sonst wäre sowas nämlich kaum möglich gewesen. Ryzen 5000 ist mittlerweile ja auch gut lieferbar, aber die RX 6000 Grafikkarten sind seltener als Wutausbrüche von Angela Merkel. Trotzdem scheinen sich diese ziemlich gut zu verkaufen, nur halt weniger an uns Gamer.
Ja, und das sind durchaus gute Nachrichten, aber trotz allem fragt man sich natürlich, wann gibt es denn jetzt endlich genug Grafikkarten für uns Gamer? Und hier erntest du zumindest ein paar hoffnungsvolle Nachrichten. Denn laut ihr wird die Produktion in den nächsten Quartalen bei Grafikkarten der X6000-Reihe hochgefahren, sodass deutlich mehr Karten in den Einzelhandel gelangen. Fraglich ist natürlich nur, ob die jetzt direkt bei den Mining-Farmen landen oder ob der Gamer ja auch mal eine abbekommt. Denn eine Mining-Bremse baut AMD weiterhin nicht ein. AMD ist sich aber der extrem hohen Nachfrage natürlich ebenfalls bewusst und versucht zumindest erstmal mit Worten zu beruhigen. Aber sobald wird die Nachfrage sicherlich natürlich nicht gedeckt werden. Nicht umsonst spricht Tante Sue von den nächsten Quartalen. Und ein Quartal hat natürlich immerhin 3 Monate. Wer hätte es gedacht? Und bevor wir nun zu den bald folgenden AMD-CPUs kommen, zum Monatsende müsst ihr noch einmal mit dem Hinweis auf meinen Lieblings-Keystore leben. VIP-SCD-Key ist es natürlich. Hier gibt es neben günstigen Spiele-Keys und Guthabenkarten natürlich auch die erfolgreichen Microsoft-Produkte wie Office, Windows und Co. für einen sehr günstigen Kurs zu ergattern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Windows 10 Pro-Key in der OEM-Version für schlanke 16,58 €? Ja, ihr braucht jetzt gar nicht verdutzt die Augen zu reiben, der Preis stimmt. Es ist also nicht mehr nötig, auf eine illegale Windows-Version zu setzen. Anmelden und auf Kaufen klicken und wer noch ein bisschen sparen will, der nutzt einfach nochmal einen Rabattcode ESKAMONTI 10% und erhält entgegen dem Namen des Codes stolze 12% Rabatt. Wer da noch sagt, das sei zu teuer, ja, dem kann ich allerdings auch nicht mehr helfen. Auch ein Office-Paket muss heutzutage sein. Mit Office 2019 Professional Plus gibt es eine günstige Komplettlösung für schlanke 51,19 €. Ebenfalls mit 12% Rabatt bei Nutzung meines Codes. Und nach Kauf einfach die Zahlungsoption wählen. Ich persönlich empfehle hier PayPal. Und kurz darauf hast du deinen Code schon auf dem Bildschirm und kannst ihn direkt aktivieren. Schneller und günstiger geht das fast nirgends. Also viel Spaß mit VIP-SCD-Key. Und mit AMD geht es jetzt auch direkt weiter und interessanterweise mit Zen 3 Plus bzw. Zen 3 Refresh. Warum interessanterweise? Na, weil diese News ausgerechnet wieder vom YouTube-Kanal Red Gaming Tech stammt, der ja erst vor kurzem das Gerücht in die Welt streute, dass Zen 3 Plus eventuell übersprungen wird und AMD direkt auf Zen 4 setzen wird. Und nun gibt genau der gleiche Kanal aber überraschenderweise Performance Leaks zu Zen 3 Plus bekannt, was natürlich jetzt ein Widerspruch ist. Und Zen 3 Plus soll dann immerhin stattliche 4-12% mehr Leistung gegenüber über Zen 3 bieten, was für einen reinen Refresh schon ziemlich ordentlich ist, denn viel mehr als eine etwas bessere Fertigung und damit leicht erhöhten Takt wird es natürlich wohl kaum geben. Wobei Red Gaming Tech meint, dass die 4-12% wohl ohne Taktsteigerung gerechnet sind, was aber dann doch ziemlich ungewöhnlich wäre. Denn wo soll die Mehrleistung denn sonst herkommen? Man kann da ja dann doch eher von einem Performance-Gewinn von insgesamt maximal 12% ausgehen, alles andere wäre nämlich eine Threadripper-dicke Überraschung. Bei AMD Zen 4 sieht die Sache dann wohl so ein bisschen anders aus, denn hier steht wieder mal eine neue Architektur an und hier werden dann ja sicherlich mindestens 20% oder mehr an Mehrleistung auf dem Sockel stehen. Wobei ich allerdings jetzt nicht unbedingt damit rechne, dass Zen 4 jetzt der absolut große Knaller werden wird. Hier ist wohl auch wieder eher Evolution angesagt, aber vielleicht gibt es hier ja endlich mal wieder so ein paar Kerne mehr, wobei AMD sich ja eigentlich nur in Ruhe zurücklehnen kann, denn das Kernrennen gegen Intel ist ja schon lange gewonnen. Nein, nein, der Monty hat den Titel des Videos nicht falsch gewählt und sich auch im Intro nicht vertan, denn das waren gar nicht alle News zu AMDs Ryzen CPUs. Denn ja, es ist kein 1. April, sondern eher kurz vorm 1. Mai. Es gibt wirklich News zu Ryzen 8000 bzw. Zen 5 und das dürften mit überhaupt die ersten News dazu sein. Und ja, das ist schon ziemlich früh. Und diese neuesten Infos stammen nun von der Seite MoePC und wurden von Twitter von Avery78 geteilt. Und jawohl, es geht um Ryzen 8000, allerdings um eine APU namens Strix Point. Und wie immer bei so frühen Gerüchten ist natürlich Vorsicht geboten, denn Ryzen 8000 wird wohl erst 2024 erscheinen. Und bis dahin kann auch viel passieren. Selbst wenn alles stimmt, kann sich das alles natürlich trotzdem noch ändern. Und es scheint nämlich so, als ob AMD nun wieder im Zuge ist und Intel so ein bisschen nachläuft. Denn Intel will ja Ende 2021 seine Alder Lake-CPUs auf den Markt bringen, die ersten CPUs für den Desktop im sogenannten Big-Little-Prinzip. Hier gibt es jetzt also nicht immer gleich große Kerne auf dem Die, sondern unterschiedlich starke, so wie es in Smartphones ja schon seit Jahren der Fall ist. ARM-CPUs sind hier übrigens Vorreiter. Und wie es aussieht, will AMD sich den Erfolg wohl erstmal in Ruhe von Intel ansehen und damit Zen 5 nachschießen und ebenfalls auf Big-Little setzen. Wobei das ja jetzt nicht heißt, dass das Chiplet-Design dann über Bord geworfen wird. Problem ist nur, dass laut MoePC Zen 5 CPUs nur bis zu 8 große und 4 kleine Kerne haben, also 12 maximal, und das wäre weniger als Intels Alder Lake und damit natürlich auch zu AMDs alten CPUs ein Rückschritt. Aber wir reden hier von einer APU, also einer CPU mit integrierter Grafikeinheit. AMD wird sicherlich weiter noch reine CPUs anbieten und hier könnte es am Ende dann doch ganz anders aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass AMD bei den Kernen einen Schritt zurück machen wird, wie Intel jetzt zum Beispiel
Treffen mit Rocket League. Es stehen uns also mal wieder sehr, sehr interessante Zeiten im CPU-Kampf entgegen und ich bin so unfassbar gespannt, ob Big Little wirklich das dicke Ding werden wird. In wenigen Monaten sind wir schlauer. Und warum die aktuelle Liefersituation bei Grafikkarten so schlecht ist, das muss ich doch, glaube ich, niemand mehr groß verraten, oder doch? Naja, jedenfalls haben die Miner einen großen Anteil daran, denn Ether und Grafikkarten, die gehören einfach irgendwie zusammen. So wird aktuell von den Minern alles an Grafikkarten aufgekauft, was nicht bei 3 PC Express Slots sitzt. Aber was tun? Nvidia hatte da ja schon mal ein paar ganz gute Ansätze und bei der RTX 3060 eine Mining-Bremse eingebaut, die Mining-Leistung halbieren soll. Ja, das ist leider sang- und klanglos wegen Dummheit von Nvidia gescheitert. Nun sollen aber wohl weitere RTX 3000 Karten als sogenannte LHR-Version kommen, also Light Hash Rate-Version. Allerdings mit einer wohl funktionierenden Mining-Bremse, die Karte endlich für Gamer wieder attraktiv machen soll. Und genau diese Karten sollen nun Anfang Juni 2021 im Laden stehen, also grob zeitgleich mit der RTX 3080 Ti, was wohl kein Zufall ist. Lediglich die RTX 3090 soll keine LHR-Version bekommen, denn die Karte ist für Miner sowieso viel zu teuer und damit natürlich unattraktiv. Problem wird sein, die Karten sollen sich von außen überhaupt nicht von den anderen Karten unterscheiden. Keine andere Bezeichnung, keine andere Verpackung, PCB oder Kühler. Man wird es nur mit entsprechender Software feststellen können, wenn man halt keine Lust hat, den Kühler abzuschrauben. Denn die eigentliche GPU, die ist natürlich auch entsprechend deklariert. Ja, und wenn dann nur noch die neuen Karten mit ca. 50% der ursprünglichen Mining-Leistung am Markt sind, dann könnte sich die Lage durchaus noch so ein bisschen entspannen. Wobei ich mir natürlich trotzdem gut vorstellen kann, dass selbst 50% Mining-Leistung immer noch zu viel sind, um die Karte jetzt für die Miner komplett uninteressant zu machen. Nvidia Ziel sind jedenfalls die reinen Mining-Karten der CMP-Serie, die mittlerweile übrigens auch schon teilweise ausgeliefert werden. Und wenn jetzt AMD auch noch mitziehen würde, könnte sich die Lage am Markt wirklich so ein bisschen entspannen. Aber AMD schweigt sich zum Thema Mining komplett aus. Und wer weiterhin auf der Suche nach einer reinen Gaming-Grafikkarte ist, der hat aktuell nur zwei Chancen. Entweder einen völlig überzogenen Preis zu zahlen oder bei Newegg vorbeizuschauen. Problem ist, dass Newegg halt in den USA sitzt. Und ich weiß leider nicht, ob europäische Kunden dort überhaupt eine Chance haben, eine Grafikkarte zu ergattern. Denn dort werden ja regelmäßig sehr seltene und teure Produkte zu vernünftigen Preisen angeboten im Shuffle. Und nein, ihr habt jetzt kein Déjà-vu, denn das ist nun schon der dritte Shuffle mit Grafikkarten bei Newegg. Selbst RX 6000 Grafikkarten waren im gestrigen Shuffle schon dabei und relativ preiswert. Rechnet man jetzt allerdings noch Zoll, Steuern und so weiter obendrauf, weiß ich nicht wirklich, ob sich das für uns Deutsche wirklich lohnt. Wer aber eine Karte ergattern will, sollte vielleicht mal einfach die nächsten Tage bei Newegg vorbeischauen. Der letzte Shuffle war das nämlich sicherlich nicht. Und wer sich seine Hardware zum Beispiel dann nicht dort, sondern zum Beispiel bei Mindfactory kauft, kann das natürlich auch machen. Aber wenn ihr Lust dazu habt, klickt doch gerne vorher auf meinen Link in der Videobeschreibung. Ich bekomme dann nämlich eine winzig kleine Provision und ihr könnt nach dem Klick dann einfach kaufen, was ihr wollt. Und ihr kennt ja den Spruch, Support ist kein Mord. Auch natürlich bei Monty nicht. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Ach ja, es gibt ja immer wieder Missverständnisse zu meiner beliebten Running Gag Grafikkarte, nämlich zu dieser wunderbaren Karte hier. Es ist nämlich die kultige GTX 1070 Ti. Aber warum musste diese eigentlich in vielen meiner Videos so leisen? Viele wissen es nicht, so zum Beispiel der Retro Gamer. Hoffen wir doch einfach mal, dass eine RTX 3070 Ti kommen wird. Vielleicht darf Monty 1070 Ti dann endlich in Rente gehen. Moin Retro Gamer, damit hast du es auch endlich mal in den Kommentar des Tages geschafft. Meinen Glückwunsch dazu. Und ich will das mal richtig stellen. Nein, die RTX 3070 Ti wird die 1070 Ti natürlich nicht beerben. Denn nur weil es eine 70 Ti ist, hat sie natürlich noch lange kein Recht darauf. Denn der Grund, warum die 1070 Ti wieder und wieder Stunt-Grafikkarte spielen durfte, der ist nämlich folgender. Ich habe nämlich immer behauptet, dass die 1070 Ti niemals erscheinen wird. Denn die Karte ist ja bis heute unlogisch und hat eigentlich gar keine Daseinsberechtigung. Denn zwischen der 1070 und der 1080 ist eigentlich überhaupt kein Platz für eine weitere Karte. Wobei das ja ehrlich gesagt auch für die 3070 und 3080 ebenso gelten könnte. Tja, und genau das war es eigentlich schon zur Erklärung, aber ihr werdet natürlich enttäuscht, wenn sie heute nicht fallen würde. Also, hau rein! Und natürlich gab es auch im letzten Video wieder eine Umfrage, die ich nun noch mit euch besprechen will. Allerdings hatte diese übrigens rein gar nichts mit dem eigentlichen Video zu tun. Aber egal, es gab mal wieder etwas Hardware-Forschung von mir. Wie viele Monitore nutzt du an deinem Gaming-PC? Haha, da haben die iMonitor-Nutzer ganz, ganz knapp verloren. 43% nutzen noch einen einzigen Monitor, was mir persönlich dann doch deutlich zu wenig wäre. Aber stolze, 44% mit zwei Monitoren setzen sich jetzt an die Spitze. Und das ist übrigens ein ganz guter Trend. Wobei man ehrlich sein muss, natürlich reicht auch ein einziger Monitor zum Zocken. Aber zwei oder gar drei sind am Gaming-PC einfach irgendwie besser. Ich selbst will übrigens nie wieder mit weniger als drei Monitoren auskommen, das aber eher wegen des Videoschnitts. Und drei Monitore nutzen übrigens nur 9% meiner Zuschauer.
Und ganz dekadent wird es dann mit 4 Monitoren, die aber nur 1% aller User nutzen. Lustig eigentlich, denn stolze 3% nutzen sogar mehr als 4 Monitore. Da frage ich mich aber ernsthaft, wofür braucht ihr eigentlich so viele Monitore? Aber jedem wie er es mag, mir reichen 3 Monitore auf jeden Fall vollkommen aus. Tja, und das war's mit dem heutigen Video, aber Trauer ist gar nicht nötig, denn heute Abend um 19 Uhr gibt es wieder einen frischen Stream auf meinem Twitch-Kanal, das Monty. Und heute gibt es wieder einen Frage- und Antwort-Stream. Wenn ihr also technische Fragen, Probleme oder sonst was habt, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen. Und ja, wir quatschen natürlich auch mal über andere Dinge als nur über Gaming-Hardware. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.